willkommen heute aus Ulm, Hometown von Ali. Wir werden heute ganz unterschiedliche Sachen ausprobieren, von Smashburger, Pizza bis asiatisch, lateinamerikanisch, und dazu werden wir viel in der Stadt sein und danach gehen wir noch in so eine Halle, wo alles aufeinander ist, also werden wir ganz viele Sachen zum Essen finden. Wir nehmen euch mit und bleibt dran. Mit dem Mustafa, nein, mit Master of Döner, Master of Kebab, und dazu haben wir heute auch einen Stargast da. Ein Ex-Berliner, sagen wir. Das war gleich mal sehen. Und Ahmed. Mit Ahmed bin ich auch dabei. Ja, wir haben hier schon mal probiert, aber mal sehen, was er heute zu liefern hat. Die MLD. Hauptsache, wir haben schon mal Berlin auf jeden Fall. Ja, sieht schon aus. Ich habe ein Vollkornbrot mit Rind und Hähnchenfleisch gemischt. Das wird jetzt in der Rauchkamera. Also der erste Biss ist schon mal Hammer. Richtig, richtig nice, frisch. Und ja, eine 10 von 10, würde ich sagen. Also wer einmal Berliner Döner gegessen hat, weiß, es gibt nichts Besseres. Und der sehr neu. Ja, 10 von 10. Also richtig geil. 11 von 10. 11 von 10. Auf jeden Fall empfehlenswert, Master of Kebab hier in Ulm. Eine 9 von 10. Weil das Brot halt nicht so, wie es mir vorgestellt war, aber ansonsten geschmacklich sehr nah am Berlin dran. Auf zum nächsten Spot. Spots, wo wir Smashburger, Pizza, asiatisch, lateinamerikanisch probieren werden. Und wir waren noch nie hier. Mal sehen, was die Halle zu bieten hat. Let's go! Also, der Teig sieht schon mal echt gut aus. Ein sehr nicer Grip, würde ich mal sagen. Oh. Heiß, aber richtig tomatisch. Der Teig ist sehr dünn und so soll sie eigentlich auch sein. Man, hier hinten sieht man es jetzt leider nicht so, aber der Teig ist gut aufgegangen. Also ein bisschen mehr Salz. Gibt eine 9 von 10 Punkten. Was heißt? Leicht. Also ich habe das ja gefühlt gerade weggeatmet. Also nicht schlecht, geschmacklich, ich finde es gut. Ja. Ich finde es nicht, also ich finde nicht, dass Salz fehlt. Ich finde es perfekt. Ja, und ihr seht, der Teig. Cool. Ist echt super leicht. Gut. Ja. Gute Pizza. Was sagen Sie? Der Teig ist gut. Ja? Käse so, ja. Aber der Tomatenmark ist ein bisschen stark. Ja? Entweder also gesalzen oder, wie gesagt, Tomatenmark minus eine 8 von 10. 8 von 10? Sehr gut.
sehr intensiv. Ich würde auch sagen 8%. Also ich finde Tomate ist sehr aggressiv dabei. Also sehr lecker, sehr intensiv, schmeckt sehr gut. Ein bisschen mit dem Salz, da konnte ich mich gerade nicht entscheiden. Okay. Vielleicht 1A. Ich sag 9,5 Punkte, ja. Wegen dem bisschen Salz ziehe ich den halben Punkt ab. Okay, na für das. Vegetarische Quesadillas und Guacamole ist auch mit drin. Wir machen mal einen Spritzer Limette drauf. Also der Typ hat das so mit Liebe gemacht heute. Unglaublich. Achso. Dippen musst du. Probieren. Richtig juicy und fresh zugleich. Hier seht ihr auch schon den Drip von den Zutaten. Also frisch zubereitet, richtig, richtig lecker. Nicht so meins. Warum? Weiß nicht. Also geschmacklich finde ich das jetzt nicht so, okay, nicht so ansprechend. Okay. Nee, war nicht so nice. Gib mal her. Der war das. So. Wir dippen in die Soße. Ich sag 8 von 10. 8 von 10. Weiß ich, meins ist aber, schmeckt sehr gut. Okay. Ach, okay. Ja, das wird echt gut. Ich kann jetzt einmal reinhauen. Keinen wirklichen Geschmack. Turo ist aus Haus. Danke an dieser Stelle, falls du das Video siehst. Und er hat gemeint, ganz typisch für Lateinamerika wäre Kondensmilch, dass man das so in Kombi isst. Und das probieren wir jetzt mal. Zum ersten Mal. Das bricht. Boah. Das hat sich gut angehört. Crazy. Aber heiß. Ne? Besser als hier in der Schweiz. Mhm. Ansage. Doch gesagt. 10 von 10. Ja, ja. Hatte der Asia-Stand leider zu. Die sind in der Sommerpause. Weil da hätte ich gerne auch was gegessen und probiert. Aber ansonsten, der lateinamerikanische Stand hat auch ordentlich was drauf, würde ich sagen. Es war aber ziemlich viel mit Schweinefleisch, drum konnten wir wirklich nur die vegetarische Variante probieren. Und die Churros. Lass mir das mal aufnehmen oder mach einen Fahrrad. Boah, es heißt, ich sag dann meine Meinung. Warte. Der Bann ist sehr. Boah, gute Masse. So. Ja? Hau mal rein. Und? Ich muss nochmal, weil da nur Salat mit kam. Das Brot sieht richtig geil aus. Ja, Fleisch kommt gut durch. Du merkst so dieses, ist ja ein Smashburger, du merkst so diese Röstaromen. Ist gut, nur Salat war jetzt ein bisschen too much. Ja. Und der zerfällt so ein bisschen in meiner Hand. Okay. Also, geschmacklich sehr gut, sehr nah an den Smashburger von Berlin. Okay. In Kreuzberg, aber ein bisschen zu viel Salz, glaube ich. Ein bisschen zu viel Soße. Mhm. Aber ansonsten geschmacklich gut. Fleisch ist auch sehr gut. Das ist er. Das ist er. Sehr lecker. Wie das schon gehört, hör mal.
Man muss da rein. Ich habe genau die Mitte bekommen. Mit allem? Mit allem. Ich finde den gut. Das ist gut. Gutes Smashburger. Echt gut. Jetzt haben wir es auch wieder nicht, aber ich bin echt satt. So, danke fürs Einschalten. Nicht vergessen zu abonnieren und kommentieren und die Glocke aktivieren. Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr gut fand, was ihr nicht so cool fandet. Und wir freuen uns immer auf ein Feedback.